Music One Rocks feiert mit euch heute das Halloween Horrorfest. Ihr habt in den letzten Wochen die blutigsten, die rockigsten, die härtesten Videos gewählt. Und wir sind bei euch hier im Movie Park Germany in Bottrop und werden mit euch eine Stunde das Härteste vom Härtesten erleben. Hilfe! Habt ihr Zeit gehabt, um für unsere ultimative Halloween-Horrorfest-Hitparade eure Lieblingsvideos zu wünschen. Und hier ist ja auch schon der erste Platz. Nein, nicht dieser, sondern Platz 10. Viel Spaß! Beim Halloween-Horrorfest gibt es natürlich auch jede Menge Zombies und ich bin froh, natürlich auch einen hübschen Zombie entdeckt zu haben. Neben mir ist die Jane. Hallo Jane. Hallo. Darf ich dir mal fragen, wie geht's dir heute? Gruselig gut. Du hast mir gerade erzählt, du machst das ja hier nicht zum ersten Mal. Wie lange bist du denn hier schon dabei? Seit 4 Jahren, das ist jetzt das 4. Und ist es für dich auch immer wieder ein Ereignis, dich quasi Abend für Abend hier zu schminken? Ja, also eigentlich freut man sich das ganze Jahr schon wieder drauf, wann dann endlich die Gruselzeit wieder losgeht. Man überlegt das Jahr über schon so, was könnte man für sein Kostüm verwenden und sammelt dann schon mal Ideen. Und das Kostüm hast du dir selber entworfen? Genau, und im ersten Jahr war es erstmal nur der Pulli und von Jahr zu Jahr kam immer etwas mehr hinzu. Und dein Freund erkennt dich dann nicht mehr, wenn du dann so nach Hause kommst, oder? Doch, der arbeitet auch hier drüben im Babu Twister Club und er sieht dann genauso aus. Ach was, ja, da gehen wir ja gleich noch hin. Dann bin ich mal gespannt, was uns denn da noch erwartet. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß hier. Danke, dass du kurz Zeit gefunden hast für uns. Und wir sehen jetzt den nächsten Platz hier beim Halloween Horrorfest auf iMusic One. So, nach dem vielen Rumgelaufen habe ich jetzt mal Platz genommen auf dem ultimativen Kackstuhl. Hier beim Halloween Horrorfest. Und neben mir zwei neue Freunde, die ich getroffen habe, im Death Battle. Hier geht's so richtig derbe ab und richtig derbe ab geht's jetzt auch hier bei iMusic One, beim ultimativen Chart Countdown. Viel Spaß! So, hier beim Halloween Horrorfest stehe ich jetzt neben dem Entertainment-Chef Jörg Kraft, der mir ein bisschen was erzählt, was uns hier alles erwartet. Was für Monster sind hier, Jörg? Insgesamt sind es dieses Jahr ca. 250 Stück, die hier unsere Gäste erschrecken. Und darunter haben wir natürlich auch 4 Maces, also 4 Horrorhäuser, die unsere Gäste besuchen können. Da wäre zum einen ganz neu in diesem Jahr The Forgotten, die Angst stirbt nie. Das ist also eine Maze, die eher so ein bisschen auf Psycho aufbaut. Dann haben wir dann noch einmal eine neue Maze, die heißt Circus of Freaks. Das ist eine Open-Air-Maze, wo es darum geht, dass Affen von einem Virus befallen worden sind und aus den Käfigen abgehauen sind und die Gäste da durchjagen. Dann gibt es noch, wie auch in den Jahren zuvor, das Death Battle. Das ist Europas größtes Horrorhaus, in einem unserer Fernsehstudios aufgebaut. Und dann haben wir noch den Babu Twister Club, das ist eine Monster-Diskothek. Jörg, vielen Dank. Zwischendurch gibt es nochmal richtig gute Musik hier bei iMusic One. Und deswegen für euch die nächste Platzierung vom Halloween Horrorfest Chart Countdown. Viel Spaß! Musik.
Na, das war ja nicht von schlechten Eltern hier beim Halloween Horrorfest Chart Countdown, aber ich verspreche euch eins. Jetzt wird's mal richtig heiß. Ich präsentiere euch jetzt den nächsten Platz. Nein, es ist nicht DJ Ötzi, wie ihr vielleicht vermuten könnt, sondern was viel Härteres. Nach so vielen Horrorvideos brauche ich mal ein kleines Päuschen und habe mich mal hier kurz ins Büro gesetzt und habe auch Nidal Sadek getroffen, der uns hier zum Halloween Horrorfest eingeladen hat. Hallo Nidal, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein durften. Wie ist denn der Tag für dich jetzt heute gewesen? Warst du zufrieden letztendlich mit dem Einstieg heute im Halloween Horrorfest? Waren genug Gäste vor Ort? Ja, also unser Horrorfest ist ja jedes Jahr ein riesengroßes Ereignis mit etwa 200.000 Besuchern und mehr, wenn man alle Wochenenden zusammenzählt. Und der heutige Tag war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Das Gästeerlebnis ist immer am wichtigsten, nicht wie viele Besucher hierher kommen, sondern dass die Besucher eben das kriegen, was sie erwarten. Das ist nämlich der blanke Horror. 200.000 Leute an so wenigen Wochenenden, das ist ja letztendlich mehr als Rock am Ring und Wacken zusammen, mehr oder weniger. Das Thema Horror und Musik passt ja eigentlich auch wunderbar zusammen. Insofern hoffe ich auch, dass ihr viel Spaß hattet an unseren etwas kuriosen Videos, die wir ja zur Vorauswahl gestellt haben. Aber wer ist eigentlich das Zielpublikum hier bei euch hier beim Halloween Horrorfest? Das sind alle, die wirklich Spaß haben am Thema Halloween, Horror und Freizeitparkerlebnis in Kombination. Das ist dann eben die ganze Bandbreite von Achterbahnfahrtspaß bis hin zum sich erschreckt fühlen von unseren vielen Zombies. Und das ist das, was eigentlich auch uns einzigartig macht hier im Moviepark Germany, nämlich, dass wir das am besten können. Ihr habt ja letztendlich eine sehr lange Saison jetzt schon hinter euch. In wenigen Wochen nach der Beendigung des Horrorfestes schließt ihr den Laden mal kurz zu. Wann geht's denn wieder los hier? Es geht immer bei uns zum Saisonstart los, wenn die Osterferien losgehen. Ja, das kann man sich ganz leicht merken und beenden dann die Saison mit den Herbstferien. Die lassen wir dann noch durchlaufen, beziehungsweise dann auch mit dem 31. Oktober in einem normalen Jahr. Dieses Jahr haben wir noch die Herbstferien. Das heißt, wir haben dann noch weiterhin die erste Novemberwoche und dann ist dann Ende Gelände. Was passiert dann in so einem großen Freizeitpark? Gehen alle erstmal nach Hause oder wird dann der Park erstmal ausgemistet? Werden auch neue Attraktionen dann aufgebaut in der Winterzeit? Genau das passiert. Der ganze Park wird erstmal winterfest gemacht, aber dann gehen auch schon die ersten Vorbereitungen los, um neue Attraktionen vorzubereiten. Vieles wird dann auch general überholt, saniert, verbessert. Und das heißt, der Park schläft nicht im Winter, sondern hier wird richtig gearbeitet. Danny, da wir von iMusical Rocks haben auch eine kleine Idee mitgebracht. Was hältst du davon, wenn man beim nächsten Jahr, im nächsten Halloween Horrorfest, mal ein Konzert hier veranstalten würde? Wäre das eigentlich technisch möglich? Technisch auf jeden Fall möglich, ist eine gute Idee. Sollten wir mal besprechen im Winter, ob das so ohne weiteres geht. Aber ich sag mal, nichts ist unmöglich. Dann würde ich vorschlagen, wir überlegen uns mal ein paar Bands und ich komme mal vorbei mit meinen ganzen Kassetten, die hören wir uns dann mal durch und überlegen, was wir beim Halloween Horrorfest 2012 mal anstellen. Das war ein Ausblick aufs nächste Jahr, jetzt geht's aber erstmal weiter bei unserem ultimativen Chart Countdown und wir sind beim nächsten Platz. Viel Spaß dabei! Das war der Halloween Horrorfest Chart Countdown bislang und hier ist sie noch, eure absolute Nummer 1.